Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich habe ein kleines Paketchen von Meros bekommen. Und in erster Linie wollen wir jetzt gleich die Smart Wi-Fi Sugar Protect unboxen und danach halt in Betrieb nehmen. Das ist die MSS 425F. Apple HomeKit, Alexa, Google Assistance und SmartThings. Was ist denn SmartThings? Ich hatte schon mal so eine Steckdose von Meros vorgestellt, aber die hatte nur 3 und 4 USB. Und die hat jetzt 4-mal Strom und 4-mal USB. Die werden wir gleich auspacken. Die wird gleich in die Unboxing-Ansicht wechseln. Und danach werden wir noch das Smart Wi-Fi LED, den Smart Wi-Fi LED Strip Pro auspacken, 5 Meter. Der kann Weißlicht und RGB. Sieht man das? Ja, das sieht man, oder? Ja. Weißlicht und RGB kann er. Der hat einen Effekte-Modus. Ja, da werden wir mal gucken. Einen Voice-Modus. Da werden wir mal gucken, was der bringt. Aber wir fangen natürlich mit der Steckdosenleiste an. Ich switche mal in die Unboxing-Ansicht. So, jetzt sind wir in der Unboxing-Ansicht. Ich hoffe, die geht alle drauf. Hier ist die smarte Steckdose. Hier steht auch nochmal drauf, mit was es kompatibel ist. Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant und SmartThings. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was SmartThings ist. Smarte Wi-Fi Circ Protect MSS 425F. Das sieht so ein bisschen aus wie die Icons, die man auswählen kann. Also in der App, in der Meros App, da sind Icons für die verschiedenen Geräte. Man kann auch selber ein Foto machen von der Ecke, wo die Steckdose ist oder so, und kann sich, das zeige ich euch nachher gleich, kann man sich alle personalisieren. Nix. Hier ist dann halt nur noch mal das Bild vor, so ein Bild drauf, wo es halt neben einem Laptop ist. Ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an. Es ist nicht groß, also Unboxing wird ziemlich klein sein, weil es ist ja nicht viel. Es ist ja nur eine Steckdose. Obwohl, da können wir auch gleich zusammen machen. Können wir gleich mit anschließen und so was alles. Ist ja auch Quatsch. So, machen wir eh ein Video. Hier ist dann nochmal erklärt, wie wir die connecten können. Das ist people einfach. Also ihr braucht die Meros App. So. Dann haben wir hier nochmal eine Anleitung. Da steht dann Meros drauf. Deutsche Seite 12. Ach, da haben wir doch gleich die richtige Seite. Hier ist dann der QR-Code für die Meros App. Die könnt ihr bei im App Store von Apple, von Google Play, also im Google Play und bei Amazon könnt ihr die bekommen. Also falls ihr ein Fire Tablet habt oder sowas. LED, Regel-LED für Tasten. Aha. Also wir haben da keinen einzelnen Knopf mehr, so wie es aussieht. Für einzelne. Ja, werden wir mal uns überraschen lassen. Oh, der Kabel ist schön lang. Das ist super. Ich habe da schon einen Plan, wo die hin soll. Die soll in Zukunft für die PlayStation und die Xbox und die Switch sein. Das wird die Gaming-Steckdose. Warum wird es die Gaming-Steckdose? Ganz einfach. Ich habe 4 Stromanschlüsse. Und USB, was sehr wichtig ist. Warum? Ganz einfach. Ich habe jetzt einfach eine normale Steckdose und habe da alle dran. Und wenn ich das dann unter Strom setze, sage PlayStation Strom an, dann ist die ganze Leiste an. Das heißt, die PlayStation hat Energie, obwohl sie nicht an ist. Die Xbox hat Energie, obwohl sie nicht an ist. Die Switch hat Energie, obwohl sie nicht an ist. Und die Festplatte. Und jetzt werde ich das in Zukunft anders machen. Jetzt werde ich das so machen.
PlayStation und die Festplatte der PlayStation, Switch oder Xbox. Switch oder Xbox. Also hier werde ich wahrscheinlich die großen Geräte nach hinten machen und die kleinen Geräte in der Mitte. Und wenn ich, weil das Problem, das Gute ist, ich kann jetzt sagen, dass die ganze Steckdose angehen soll. Also es wird genauso sein wie bei der anderen auch, wo nur drei waren. Ich kann sagen, die komplette Steckdose soll angehen. Oder ich kann einzelne, also hier nicht einzelne USB, hier gehen den ganzen USB an, einzelne Sachen sagen, dass die angehen sollen. Und in der Alexa-App kann ich dann zum Beispiel ein Kommando, ich nenne das hier zum Beispiel PlayStation 5, PS5 Festplatte. Und dann kann ich in der Alexa-App sagen, wenn ich das Kommando sage, PS5 an, sollen diese beiden Steckdosen angehen. Die PlayStation und die Festplatte. Die aber nicht. Das wird die Gaming-Steckdose, das ist schon der Name, Gaming-Steckdose. Das wird PlayStation 5 Steckdose. Also die werde ich nur PS5 nennen. Oder PS5 Steckdose, ich weiß es noch nicht. Die werde ich dann Switch nennen. Muss ich aber erstmal Switch 2 nennen, weil ich habe schon eine Switch Steckdose. So ein Clean Plug. Deswegen wird das Switch 2, damit ich dann das andere umbenennen kann und dann löschen kann, dass ich das dann in Switch wieder in normal Switch umbenennen kann. Und das wird Xbox Steckdose. Da muss ich aber Steckdose machen, weil in Alexa gibt es auch gibt's Kommando, wenn ich Xbox ansage, geht die Xbox an, weil die habe ich auch mit Alexa gekoppelt. Deswegen muss ich da sagen, Xbox Steckdose. Wenn ich dann alles. Werden wir dann gleich sehen. Oh, der Akku. Ich müsste mal kurz einen Cut machen und zwar den Akku wechseln. So. Verarbeitet. Ja, es ist Meros, was soll ich denn da sagen? Verarbeitet ist wie immer gut. Also man kann hier. Warte, der Akku ist auch leer? Moment. So, jetzt ist aber genug Saft drauf. Also über die Qualität der Verarbeitung muss ich jetzt nicht großartig reden, denke ich, weil es ist Meros. Wir haben hier einen. Oh, der Druckschalter, den finde ich gut. Der ist nicht zu leicht. Ja, der hat einen leichten Widerstand. Den finde ich sehr gut. Wir haben jetzt aber hier links herum gar keine Knöpfe mehr. Wir haben nur den einen für an und aus. Und hinten, wir haben so eine Wandhalterung haben wir hier. Wir können jetzt so ja so an die Wand machen, wenn wir wollen. Und sechs Gummifüße, die nicht nur raufgeklebt sind. Wartet mal. Ja, nee, die sind nicht nur raufgeklebt. Die sind so eine Gummipinöpelchen. Die sind da, wo die Schrauben drin sind, sind Dreiecksschrauben. So. Außer hier in der Mitte. Ne, da sind auch Schrauben. Gut. Also ist an sechs Stellen geschraubt und da sind die Gumminippel drauf. Ja, dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an und setzen das Ding mal unter Strom. Dann müssen wir erstmal den. Na, komm her hier. Das hier abmachen. Ich habe hier zweimal drum. Sehr kurios. Einmal. Ja. Und dann nochmal. Vielleicht, weil der Kabel so starr ist, hatten sie Angst, dass es aufgeht in der Packung und dann doof aussieht. So. Jetzt nehmen wir das uns einfach mal hier rüber und. Ich habe nämlich hier Alexa, Lüfter an. Ich nehme nämlich die Steckdose von Lüfter. So. Wir machen das mal lieber so. So sieht es schöner aus. Da sieht man das hier oben auch. So, ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5 grüne Lampen. Ja, das heißt, jede einzelne Steckdose könnt ihr einzeln an- und ausschalten und USB. Also alle USB ein- und aus. So. Aber das blinkt jetzt. Jetzt müssen wir einfach in unsere Meros-App. Die haben, wie, wo habe ich denn? Ach, da oben habe ich Meros. So. Das ist jetzt mein Meros.
Also, ich sage euch gleich, was ich da drin habe. Alles. So, ich werde mal ranzoomen, damit ihr das seht, wie einfach das eigentlich ist. So. So. Und zwar gehen wir oben auf das Pluszeichen. Wir nehmen eine Steckdose und zwar Smart Überspannungsschutz. Nehmen wir, müssen wir ganz unten nehmen, weil das hier oben ist Outdoor und das ist nicht die Outdoor. So, und da haben wir dann einmal die MSS 425E und MSS 425F. Wir haben die F mit vier Steckern. Und da, es blinkt, ja. So, jetzt suchen die sich. Verbunden. Verbindung hergestellt. Und jetzt sagt die App der Steckdose praktisch, wie sie auf mein Wi-Fi raufkommt, weil die App weiß das ja. Und hier können wir jetzt Steckdosenleiste. Und dann nehmen wir Büro raus und machen einfach Gaming. So. Speichern. So, wir können jetzt das Bild nehmen, was vorgesehen ist. Waren vorher grau, die sind jetzt so bläulich und so. Ja. Oder wir können ein eigenes machen. Mache ein Foto oder nimm ein Foto aus der Galerie. Zulassen. Wartet mal, da muss ich halt erstmal. Nicht, dass man was sieht, was man nicht sehen soll. Das ist von der Nachtwanderung, das sind die Kinder. Nee, da kann ich euch nicht zeigen. Foto machen heißt, Foto muss ich auch wieder zulassen. Dann könnte ich jetzt ein praktisches Foto hier von der Stelle machen, also von den Konsolen zum Beispiel. Und ja, das werde ich dann später machen, wenn es denn da ist, wohin soll, weil ich habe ja schon, so, zeige ich euch gleich. Wir wollen jetzt nicht an Devolo, wir wollen an Fritzbox. Wartet, muss ich erstmal Passwort eingeben. Aber eigentlich. Ich dachte, der gibt dem das aus der App alles weiter. Naja, okay. Habe ich richtig eingegeben? Ja, habe ich. Weiter. So, jetzt verbindet er mit meinem Home-Netz. Da seht ihr. Einmal ging es aus und an. Hier ist aber noch am Arbeiten. So, und verbunden, erledigt. So, und hier steht, komm, kriege ich schon gleich von Alexa eine Nachricht. Sechs neue Geräte gefunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 komplett. Also nicht wundern, warum da auf einmal 6 Geräte steht. Die Steckdose als einzelnes ist ein Gerät. Aber jeder von diesen Elementen zählt nochmal als eigenständiges Gerät. 1 für die Steckdose. 2, 3, 4, 5 und USB. 6. Deswegen 6 Geräte. So. Und jetzt zeige ich euch das mal am besten anhand von meiner PlayStation-Steckdose. So. So, das ist die PlayStation-Steckdose. Da habe ich hier zum Beispiel ein PlayStation-Symbol. Ich mach mal. Das ist aber jetzt nur ein einzelner von mir aus. Das ist jetzt hier kein großer Adapter oder irgendwas. Das ist nur so ein einzelner Stecker von mir aus. Und den habe ich halt PlayStation genannt und bei Symbolen habe ich dann halt so ein PlayStation-Symbol genommen. Und da geht halt die ganze Steckdose an. Ja? Gerätename PlayStation. Können wir ja auch mal ändern in PlayStation Steckdose alt. So, das wird auch automatisch mit Alexa synchronisiert. Manchmal macht es das nicht rechtzeitig. Da muss man dann halt nochmal nach neuen Geräten suchen oder so. Und dann hat er hier auch hat Alexa auch die neuen Namen drin. Aber eigentlich ist das schon so dann gespeichert. Wenn ich jetzt sage, Alexa, PlayStation Steckdose alt an. Alexa, PlayStation Steckdose alt aus. Hat sie schon übernommen, hat schon praktisch die alte Steckdose jetzt umbenannt. So. Aber ich will euch ja das mit der neuen zeigen. So. Das war
Die. Ja, 1, 2, 3, 4. Und das ist die andere. Wieso ist denn die, warum steht ein Switch 1, 2, 3? Die hatten eigentlich auch Namen. Eigentlich. Eigentlich ist das Blu-ray Player. Ich guck nochmal nach. Nee, ist nicht Blu-ray Player. Das ist Blu-ray Player. Ja, kurios. Das ist sehr kurios. Normalerweise ist das Blu-ray Player. Das war PS5 Ladestation, Blu-ray Player. Und Nummer 1 weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht, was das war. Ja, kurios. Also normalerweise stehen da Namen. Also das ist jetzt Vorführeffekt. Das ist das erste Mal, dass ich sowas habe. So, gehen wir hier rein. So. Und jetzt haben wir hier Switch 1, 2, 3, 4. USB. USB werden wir gleich mal umbenennen. Wir gehen mal rein und sagen dann, wir wollen Gerätename. Ja, hat er zum Beispiel nicht gespeichert. Da wollen wir dann umbenennen. Gaming-Steckdosenleiste. Gaming. Und wie sieht denn das aus? Das sieht ja doof aus. Muss ein großes essen. So, speichern. So. Ich habe jetzt nur den Namen geändert. Alexa, Gaming-Steckdosenleiste aus. Alexa, Gaming-Steckdosenleiste ein. Ich habe noch nicht neue Geräte bei Alexa hinzugefügt oder irgendwas gesagt. Ich habe nur einfach den Namen benannt. Ich mache das mal so ein bisschen rüber, dass ihr das sehen könnt. Oder machen wir mal so daneben vielleicht. So. So, genau. Dann habt ihr hier die ersten drei. 1, 2, 3 und das ist ja gut, dass ihr das so drin habt. So, und wir gehen dann einfach. Ich zeige euch mal, wie einfach das ist. So, wir machen jetzt einfach. So, nennen das einfach. PS 5. Gibt auch einen kleinen Trick, den werde ich euch auch mal verraten. Wenn ihr das jetzt nicht in der Alexa-App machen wollt, sondern halt direkt über die Steckdose, also über die Meros-App, PS 5, so, das nennen wir weiterhin Switch. Neu müssen wir da machen und das nennen wir Xbox. So, USB nennen wir um in Gaming USB, weil ich habe ja schon einmal USB von der alten Meros-Leiste. So, jetzt ich mache nichts anderes, ich habe jetzt nur gespeichert. Mehr habe ich nicht gemacht. Ja, habt ihr gesehen? WLAN-Signal ist bei 42. So. Und jetzt machen wir uns, zeige ich euch das mal. So, habt ihr alles drauf. So, ich habe, wie gesagt, hier, die App ist immer noch da. Ich habe nichts gemacht. Muss mir halt nur die Namen. So, ich mache jetzt hier einfach mal aus. Alle aus. Ich habe Anime-Rät ausgemacht. Alexa, PS5 an. Die ist an. Alexa, PS5 an. Habe ich da? Also eigentlich sollte das ja funktionieren. Wenn ich beide den gleichen Namen gebe, dass beide angehen. Ja.
da irgendwas falsch geschrieben? Nö. PS5 und PS5 fest. Platte. So. Na gut, dann klappt das doch nicht so, wie ich gedacht habe. Dann müssen wir das in der Alexa-App dann halt machen. So. Alexa, PS5 an. Alexa, PS5 Festplatte an. Alexa, Switch neu an. Alexa, Xbox an. Alexa, Gaming USB an. Alles an. Alexa, Switch neu aus. Alexa, Xbox aus. Alexa, Gaming USB aus. Alexa, PS5 und PS5 Festplatte aus. Alexa, PS5 aus. Ja, die kann es immer noch nicht, dass er zwei Kommandos gleichzeitig machen kann, die Alexa. Aber ihr seht, ich habe noch nicht mal in der Alexa-App nach neuen Geräten gesucht und es funktioniert super. So, für diesen Fall zeige ich euch auch gleich, wie ihr das machen könnt, dass es einfacher ist. So. Da müssen wir, weil ja der eine jetzt PS5 heißt, müssen wir jetzt eine erstmal umbenennen, weil sonst macht sich das doof. PS5 und da schreiben wir dann einfach Steckdose. Oder PS5 Strom, machen wir Steckdose. Steckdose. So, und speichern. So, damit wir die vernünftig finden und ihren Kommando geben können, wenn wir hier PS5 sagen und die soll PS5 anmachen, macht sie das einzeln an, aber nicht das, was wir wollen. Deswegen habe ich hier einen etwas längeren Namen jetzt genommen, damit wir das in der App, Mensch, wo ist er denn? Das war das da, was ist das? So, 6 neue Geräte. So, und dann gehen wir auf Wohnzimmer, bearbeiten und ich möchte jetzt erstmal Geräte im Wohnzimmer hinzufügen. Macht das am besten. Ich kann euch nur den Tipp geben, macht das. Weil ihr findet nachher euch nicht zurecht und so habt ihr die Geräte einzeln und ihr könnt den Raum auch separat steuern. Ihr könnt sagen, Wohnzimmer an, Wohnzimmer aus, Wohnzimmer grün und dann werden alle Lampen grün oder so. Ja, kann ich euch nur empfehlen. PlayStation Wohnzimmer. Ladestation. Also die Ladestation, das ist ja die andere Steckdose. Okay. Roborock. Nicht wundern, dass ich so viel Soundbars drin habe und alles im Wohnzimmer. Das ist einmal über den Fire TV Cube und einmal ist die Soundbar so drin. Das eine ist noch hier, ich weiß aber nicht welche, ist aus dem vom alten Fire TV Wix. Gewechselt habe. Also aus dem alten Cube. Den habe ich ja jetzt ins Schlafzimmer gestellt und den neuen mit der neuen Fernbedienung im Wohnzimmer. So, hier kommen wir doch langsam der Sache näher. USB. Nochmal USB. Nicken die nicht. Ich kann gerade auch nicht speichern. Geräte. Steckdosen. Switch 1, 2, 3. PlayStation Ladestation, Arbeitsplatz. Da fehlen noch welche. Hat er doch nicht alles übernommen? Plus Gerät hinzufügen. Steckdosen. Meros.
So, mal schnell noch zwischendurch. Ich habe gesehen, dass ich ein Update für die Steckdosenleiste habe. Achso, kann ich auch noch aufklappen. Ich habe Version 4.1.6 drauf und jetzt kommt die 4.2.3. Ein möglicher Absturz, der zu einer Neustart, was? Zu einem, achso, zu einem, oh Gott, was lese ich heute hier? Zu einem Neustart des Geräts führte, wurde behoben. Und jetzt ist hier alles aus. Ja? Der macht jetzt das Update, kann so bis zu 2 Minuten oder so dauern. Steht doch, glaube ich, irgendwo im Kleingedruckten. Was steht es hier oben drüber vielleicht? Updates können bis zu 2 Minuten dauern. Also da braucht ihr euch keine Sorge machen. Wichtig ist, dass er jetzt nichts macht. Einfach lassen rödeln, lassen machen. Der sagt schon, wenn er fertig ist. Ach hier, blinkt er jetzt schon. So. Und jetzt fertig. Wir sind auf dem laufenden Stand. Auch alle meine anderen Sachen sind alle auf dem laufenden Stand. So, und dann gehen wir mal wieder in die Alexa-App. Suchen fehlgeschlagen. Geräte suchen. So, jetzt geht's. Ich habe hin und her gefummelt. Ich weiß nicht, was war. Ich habe jetzt die Fritzbox neu gestartet. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das machen könnt. Wie gesagt, die Steckdose ist jetzt hier alles aus. So sieht man ja, die grünen Lichter sind nicht an. So sind sie an. So sind sie aus. Und ihr geht dann einfach auf mehr Routinen, neue Routine, wenn Folgendes passiert. Und dann könnt ihr sagen, mit Stimme oder Smart Home. Und dann könnt ihr zum Beispiel Indoor-Kamera oder was weiß ich, wenn der Sensor auslöst oder was weiß ich. Da habt ihr mehrere Möglichkeiten. Oder wenn der Wecker klingelt, dann soll halt die Kaffeemaschine angehen oder was weiß ich, Zeitplan. Zu einer festen Zeit soll was passieren. Bei Geräuscherfassung, also wenn die Echo-Geräte hier irgendein Geräusch hören, dann soll da was passieren. Das geht auch. Aber wir nehmen Stimme. Da habe ich dann schon PlayStation neu genommen. Zeige euch die Routinen auch mal. So, und zwar hier unten. Ihr müsst zwei Routinen anlegen. Ich werde mal reinzoomen, damit ihr das seht. So, einmal an und einmal aus. Ich habe die jetzt einfach mal PlayStation neu an und PlayStation neu aus genannt. So, und dann hier oben, der Name der Szene ist PlayStation neu an. Das Auslösungswort ist auch A-Punkt, PlayStation neu an. Und hier die beiden Geräte habe ich reingemacht. Festplatte und PlayStation. Könnt ihr dann auch noch verschieben, wenn euch die Reihenfolge nicht passt. Und ihr könnt auch noch einen Timer dazwischen packen. Die soll angehen, 5 Sekunden später soll die Festplattensteckdose angehen. Das ist euch überlassen. So, und dann ja, speicherte das einfach. Also hier habe ich sie jetzt schon gespeichert. So. Zeige es euch nochmal. So. Steckdose, das bleibt dann auch, also ihr braucht dann nicht nochmal speichern, nur beim Erstellen, aber wenn ihr das dann bearbeitet, halt nicht mehr, wenn es einmal gespeichert ist. Und bei Aus, oh Herrgott im Himmel, Alexa-App ist da nicht die Möglichkeit. Eben hat alles so super funktioniert jetzt. Da ist dann auch die Festplatte und die Steckdose, die machen wir auch wieder mal die Steckdose nach oben. Da müsst ihr dann die Steckdose anklicken. Wenn ihr sie rein oder wenn ihr sie reinmacht, fragt er sie gleich an oder aus. Ihr müsst dann von an auf aus wechseln. So, weiter. Und dann ist die drinne. Genauso Festplatte. Ihr wollt ein neues Gerät hinzufügen. Dann drückt ihr hier auf Plus, neues Gerät hinzufügen. So, neues Gerät hinzufügen. Dann zeigt er euch alle an. Ihr geht Smart Home. Alle Geräte ist am einfachsten und sucht euch euer Gerät aus und dann fragt die Steckdose euch. So, sieht dann so aus. Die steht dann auf an, ihr macht auf aus, weiter.
So, das wird jetzt gespeichert, ist gespeichert. So. Und das? Ach, Josie hat einen Brief gebracht. So. Und dann speichern. Dann ist die Routine gespeichert. Und wenn ich jetzt sage, Alexa, PlayStation neu an. So. Ich zoome mal ein Stück raus. So. Alexa, PlayStation neu aus. Alexa, PlayStation neu aus. So. Alexa, PlayStation neu an. Alexa, PlayStation neu aus. Und es funktioniert. So einfach ist das im Prinzip. So habt ihr praktisch die beiden, gehen dann immer zur gleichen Zeit an mit einem eigenen Kommando. Ihr könnt sie separat auch natürlich anmachen. Aber mit der Routine gehen die dann gleichzeitig an. Weil ihr braucht ja beide. Ihr braucht die PlayStation und die Festplatte. Die Switch neu und die Xbox. Könnt ihr denn, oder ihr macht vier verschiedene Geräte drin. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt. Jetzt haben wir doch noch endlich hingekriegt, dass es funktioniert hat. Ich habe keine Ahnung, was meine Alexa-App da momentan für Probleme hat. Aber es funktioniert. Und das wird die neue Gaming-Steckdose. Ich muss nur gucken, wann ich Zeit habe. Dafür brauche ich viel Zeit. Und dann werde ich wahrscheinlich hinten mal alles neu verkabeln. Dann kommt die hinter den Schrank. Das, ja. Es sind halt nur die Stecker vorne, unten im Lowboard drin, dass wenn Sturm kommt, dass ich die Hauptstecker ziehen kann. Und wenn der Sturm vorbei ist, die Hauptstecker wieder ranstecken kann. Alles andere ist hinterm Lowboard. Und da ist ja wohl wieder ein Heilenchaos, das muss ich alles mal wieder neu machen. So, das soll es jetzt auch dazu soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt zur Miros-Steckdose oder Einbinden in der App oder über Alexa mit den Routinen oder so, einfach in die Kommentare. Ich werde mein Bestmögliches tun, euch die Fragen zu beantworten. Wir sehen uns bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.